Hallöchen und ein schnurziges Willkommen zurück bei Dead Space 3 mit Salome schon wieder. Hallo, ich bin's, ein Salome. Mit Nemasuk und meinem Dickschädel hier mitten im Bild. So, gut, wir sind jetzt gerade im Aufzug runter. So. Und ich höre da schon wieder irgendwelche Leute rumrülpsen. Was bist du denn da? Was ist das? Wo ist es hin? Klappe zu und Augen auf. War das ein Skelett? Ich musste da gerade an die Kinder aus dem zweiten Teil denken, so ein bisschen. Oh Gott, diese Kackblagen. Ja, die sind nur ein bisschen größer, oder? Habe ich das jetzt automatisch aufgehoben? Was? Dieses lilane da das, eben. Das war ich. Ich habe das aufgehoben. Ah gut, dann habe ich es wahrscheinlich auch nicht aufgehoben. Bekommst du es auch? Oh! Hä? Also unter Abhängen habe ich eine andere Vorstellung, ganz ehrlich. Vorstellung wird gespeichert. Bin da irgendwie froh drüber, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht gefällt mir hier nicht. Oh, guck mal da! Guck mal da! Wupp, wupp! Hörst du das? Ach, ja. Geil! Da sind die schnell. Oh, nein! Lad nach, lad nach! Oh! Wie klingen die denn? Ah. Nein, 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 nein! Geh weg! Mach! Aus den Klauen! Ich hab dich gerettet! Alter, wie sehen jetzt hab ich aus? Auch dieses. Jetzt habe ich auch diese Errungenschaft. Aber ja, du hast recht, die sind ein bisschen größer. Die sind ein bisschen größer. Was für Dinge. Vor allem, was für knuffige Geräusche geben die denn von sich? Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Da muss ich irgendwie eher an so einen, wie heißen die Biester nochmal? Ah. Ich muss da irgend so ein Tier denken. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie die heißen. Keine Ahnung, aber hier sind doch Spinde. Egal, aber. Ich glaube, die kann man wirklich so ein bisschen gleichsetzen wie mit den Kindern, weil ich glaube, die gehen auch sehr schnell kaputt, ne? Sind aber sau viele. Ja. Also könnte sein, dass die so das Gegenstück sind zu denen. Ja, wie quasi mit den Lurkern, ne? Nee, die Lurker sind ja, die kommen ja nicht in zu Dutzend, aber diese kleinen Kinder da, weißt du? Ich meine, wie die Lurker. Hier sind es ja so Hunde und damals waren es ja auch so Babys. Ach so, stimmt, ja, ja. So meinte ich das, ne? So ist das scheinbar eine ganz eigene Gattung. Ja. Ich habe hier was zum, eine Nachricht. Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen nach. Ackerman! Bist du das? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche frisches Fleisch! Okay. Okay. Da sind wohl welche zum Kannibalismus übergegangen. Ja. Sag mir jetzt nicht, dass die Biester entstehen, wenn du zum Kannibalen wirst. Haben die? Sind das vielleicht Viecher, die wo vor lauter Not dieses Negrofleisch gefressen haben? Wird das da dann vielleicht raus? Da muss ich mich gerade jetzt voll an. Ich bin nämlich nur gerade darauf gekommen, weil, bei das Spiel Until Dawn sagt dir ja was. Da gibt's ja genau. Weil die dadurch Kannibalismus ja zu den Wendigos geworden sind, ne? Genau. Und da musste ich irgendwie daran denken, da hab ich so. Ja, stimmt. Ey, deswegen. Weil wir erinnern uns ja im ersten Teil, der Hunter, ne? Der ist ja vom Mensch zum Hunter geworden, weil dem nekrotisches Fleisch in das Gehirn eingesetzt wurde. Vielleicht ist das ähnlich. Quetsch! Erstmal die Beine eingeklemmt. Aber da wissen wir auch, dass der sich ja
dass der ja zum Hunter wurde, weil dem dieses nekrotische Fleisch eingesetzt wurde. Vielleicht haben die vor lauter Hunger und Kannibalismus das halt gegessen, weil nichts anderes da war. Und sind dann halt... Alter! Und sind dann halt dazu geworden. Ja, ist jetzt mal gut. Oh, wieder Wolfram. Da kommt noch einer. Ja. Von links auch, Vorsicht. Ja, hab ich gerade gesehen. Alter, oh, die sind aber auch echt schnell. Nur so nebenbei, Sira, ne? Es gibt auch Stase. Ja, du hast doch gesagt, du bist hier für Stase zuständig. Ich wollte nur so spaßhalber sagen, um dich zu ärgern. Oh, Upgrade-Platine. Ah, Inventar ist voll. Ach, schön. Was haben wir hier? Material. Oh, kann ich denn... Nö, ich bin auch voll. Was habe ich denn sonst noch so einstecken? So oh Gott, habe ich viel Muni einstecken. Was? Kannst du noch Muni gebrauchen? Ich habe auch... Ja, ein bisschen geht noch, aber ich habe auch ganz schön viel. Ich habe dir mal was rübergereicht. Ja, aber der hat mir gerade gesagt, ich habe keinen Platz. Ach so, ja, dann nehme ich es raus. Nee, weil bei mir ist die Sache, ich habe... Entschuldigung. Ich habe ja jetzt hier, du kannst die Muni bis 20 Schuss stocken. Ich habe jetzt hier einen mit nur einem Schuss. Ich dachte, ich kann das noch aufnehmen. Ah, ach so. Ach, jetzt kann ich... Schön. Warte, ich muss noch mal... Suchrobot muss... wartet in der Bank. Und das ging jetzt aber flockt. Ja. Oh, da ist auch noch Upgrade-Platine. Oh Mann, ich muss meine ganze Muni hier wegschmeißen. Ach. Und da, was machst du denn da? Entschuldigung. Oh, dass wir hier die ganze Zeit kein Zieldingens haben, ne? Oh, zwei Schaden minus ein Clip. Ich glaube, das kann man nutzen. Ja. Bist du... Ach, hier bist du. Ja, ich bin noch mal kurz den Gang hoch für den Fall der Fälle. Voran, Partnerin, Partner. Hallo. Klang schmerzhaft. Ja, schon. Aber hin können wir auch lang anscheinend. Mach dir andere so einen Krach Richtung. Hier. Puh. Hier ein Artefakt, Sira, ne? Oh, was wo? Ist, hier hinten. Da hinten, das habe ich in gar der nicht Ecke. Gesehen. Okay, ein Artefakt. Ja. Ein Artefakt. Auszug aus dem Scuff-Legionärs-Handbuch. Temperaturen unter Null überleben. Wenn Sie das Gelände verlassen, müssen Sie einen arktischen Überlebensanzug tragen, egal wie lange Sie sich draußen aufhalten. Das ist ein Befehl. Es werden keine Ausnahmen geduldet. Benutzen Sie keine Anzüge mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie abgenutzten Nähten, Rissen oder losen Helmdichtungen. Bringen Sie diese Anzüge direkt zur Materialausgabe. Ein Loch, so klein es auch sein mag, reicht schon, um die Kälte reinzulassen, was in weniger als einer Minute zum Tod führt. Der Einsatz von Katheter- und Darmsystemen ist Pflicht. Sollten Sie sich eine längere Zeit draußen aufhalten müssen, können Körperflüssigkeiten die Isolierung des Anzugs beeinträchtigen. Katheter- und Darmsysteme werden nach jeder Benutzung sterilisiert und sind absolut sicher. Halten Sie die Dichtung Ihres Anzugs jederzeit eisfrei und befreien Sie Ihre Stiefel nicht durch Aufstampfen von Schnee, da die Vibrationen die Katheter- und Darmsysteme beschädigen. Geil. Oh Gott. Das klingt nach einer Menge Spaß hier auf dem Eisplaneten. Mhm. Das klingt echt nach einer Menge Spaß hier. Wir laufen die ganze Zeit mit Katheter und künstlichem Darm oder irgendwie sowas rum. Schön. Yeah. Ja, und dann stell dir mal vor, künstliche Darm friert zu. Dann oder, ist wirklich scheiße. Oder der Katheter friert zu. Und dein Spätzchen gleich mit. Oh Mann, ey. Oh, da unten ist wieder irgendein Rätsel. Mhm. Ich will runter. Oh, immer brauchst du so viel Platz, ey. Ja, ich sag doch, der ist dick. Der braucht ein bisschen mehr. Ach, da hast du schon wieder. Hm. Einmal drehen. Ach, das hab ich. Nein, das ist aber nicht richtig. Der braucht den dicken oder den dünnen. Aber den Triple hat er nicht. Ich glaube, der braucht den dünnen.
Ja, warte mal. Da ist der Dünne. Da ist der Dicke. So. Ah, ja, ja, jetzt einmal. Was? Oh Gott, da sind Spitzen dran. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht wirklich. Ich höre dich schon wieder. Ah, da müssen wir rein! Achtung! Ach du Scheiße. Das bewegt sich vor und zurück und wir müssen durch. Ach. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, ne? Ah, doch, das funktioniert, okay. Ich habe nur daneben getroffen. Oh Gott, wir werden erstmal so drauf gehen. Warte. Flup, flup. Kommen Sie hierher, können ja, Sie da. Bin schon da, bin schon da. Hallo? Ich kann keine Stase nehmen. Warum kann... Ich kann keine Stase mehr nehmen. Komisch. Okay. Rin! Bleib, warte erstmal. Oh, Busch. Das war knapp. Das war knapp, glaube ich. Ja, ich hätte fast die Stacheln geknutscht. Oder gegenüber ist aber auch noch was, ne? Oder? Nee. Sah so aus. Ach, schon wieder ein Rätsli. Mhm. Hier liegt noch was bei mir. Bei mir lag hier irgendwo Muni rum. Ja, ich habe eh keinen Platz mehr. Oh, so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Warte mal. Dreh den noch. So, das kann. Also das hier kann das Dreier schon mal nicht sein. Das muss so. Nein, ja, nicht warte. Ganz. Nicht ganz. Ja, nicht ganz. Dann müsste das eigentlich so und der kann sich ja so rumdrehen. Oder der nicht. Das. Es hat der aber nicht scheiße. Ja, das ist nicht so leicht. Das stimmt. So. Einmal. Nee, eins weiter nochmal. So, dann kann das ja so rum. Der hat den. So. Ah doch, ja, jetzt müsste es passen. Ah, jetzt ja. Da! Und was jetzt? Jetzt müssen wir hier lang, glaube ich. Jetzt ist meine Stase wieder aufgefüllt. Danke. Hui! Ich sehe nichts. Jetzt aber. Uff. Miese Viecher. Ah, Moment. Oh, mein Auge juckt. Scheiße. Kann ich denn? Oh nee, ich hab. Ich kann schon wieder nichts mehr aufheben. Wo bist du denn? Ach, da. Hier hinten bin ich, hier. Oh, was ist nicht hier? Altmetall. Nehme ich alles mit. Ich hätte gerne noch ein bisschen Wolfram. Oh Gott. Sie. Ja, ne? Ich wollte gerade fragen, ob ich dir jetzt mit der Stase abnehmen soll, sicherheitshalber, so, aber. Ich pass schon. Hat ja geklappt. Ich bin da, ich bin da. Jupp, gut. I am voran. Here. I'll be back. I will be back. Schon wieder Medipack, Alter. Ich hab irgendwie zwei Reihen Medipacks. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Zeug. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen anditschen lassen. Ja. Wenigstens einmal im Spielverlauf treffen lassen. Ja. Hier blinkt.
Schlüsselkarte zum Vorratslager? Sergeant Cochran, gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist und was noch wichtiger ist. Sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Das war bestimmt das, was ich vorhin gesagt hatte, ne? Was Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Boah. Ich habe so den Verdacht, dass wir jetzt hier lang müssen. Ich möchte nicht unbedingt... Oh, ja, zwei Anzugstationen. Ich möchte nicht unbedingt nochmal den Weg zurück. Arktischer Anzug freigeschaltet. Wuhu. Special Force, Arktisch. Ja. So, beide gleichzeitig synchron hier. Eva-Anzug, N7... Ich muss da meinen N7-Anzug. Ja, da ist ja der Helm ja sowieso kaputt, ne? Ach, trotzdem. Warum sind bei dem die Anzüge so hässlich? Na, obwohl, der Kopf sieht geil aus. So, kann ich denn was upgraden? Oh ja, kann ich. Bei mir ist der Anzug eigentlich voll geil. Trefferpunkte. Rig-Upgrade? Oh Mann, ich habe jetzt nur 7 Wolfram leider. Oh, ich brauch so viel Wolfram dafür. Jo, nicht nur du. Was ist das? Erhöht Anzahl der Schüsse. Oh ja. Ja gut, wobei, nee, ich lass das mal. Du bist hier der Hauptstase-Nutzer. Ich warte damit ja. Mal. Das ist voll. Ich glaube, ich mache jetzt einfach nur mal hier... Panzerung und Trefferpunkte dann wieder weiter. Ich hätte mit dem Wolfram ein bisschen mehr warten sollen, glaube ich, noch für den Anzug. Aber guck mal, mein Anzug ist eigentlich voll geil. Der geht eigentlich. Ja, bei mir sehen die irgendwie voll komisch aus. Aber der Helm finde ich, den Helm finde ich cool. Ne? Ich sehe aus wie Power Rangers. So, dürfen wir jetzt, ja? Na bitte. Ortung, drück und halte B. Danke für die Info. Ach, jetzt geht die Ortung auch wieder. Was hier ist eine Nachricht. Sam Ackerman. Ist da draußen noch jemand? Sam, hier ist Dr. Serrano. Hören Sie, Sie müssen zur Einrichtung 1. Verstehen Sie mich? Leben hängen davon ab. Was? Doc? Wessen Leben? Von allen. Gehen Sie, Sam, jetzt sofort. Ackerman! Ackerman! Verlass uns nicht! Oh Gott, ich werde es versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Mach uns vollkommen! Mach uns vollkommen! Okay. Ja, also. Okay. Also können durch einen Aufzug oder dadurch? Ah. Guck, wir sind hier am Anfang. Da haben wir das erste Viech ja gesehen. Das hat da den Schrank durchwühlt. Stimmt. Wir sind hier wieder am Anfang. Gut, dann können wir zurück. Warum haben wir das dann aber nicht abgespielt? Hatten wir das übersehen? Keine Ahnung. Möglich ist es. So, jetzt dürften wir ja eigentlich nicht mehr frieren, ne? Eigentlich, ja. Würde mir jedenfalls gefallen, vor allem wenn... Was war das denn? Vor allem wenn ein Bosskampf kommt. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie in der Wand festgebackt. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Flup, flup, drinnen draußen. Ja, guck, da wird jetzt keine Gradanzeige mehr angezeigt. Ja. Ja. Sehr schön. Ausgang der Wegstation. Achso, ich muss auch aufmachen. Entschuldigung. Ja. Yeah. Fortschritt wird gespeichert. Jetzt wissen wir auch wieder, wo wir hin müssen. Juhu. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Die Geräusche von dem. Wupp, wupp. Ach, jetzt müssen wir da durch, genau. Jetzt weiß ich, wo ich gerade wieder, welches Tier ich da denken musste. Mhm. Ich bin ein bisschen The Isle geschädigt. Das sagt dir schon ein bisschen was, glaube ich. The Isle, ne? Eisel? The Isle. The Isle? Da gibt es einen Dino, der genauso macht. Aha. Oder so ähnlich. Wupp, wupp. Wupp. Ach, wahrscheinlich da lang, ne? Höchstwahrscheinlich. Du blockierst alles. Ich bin hier gerade runtergerutscht. Was? Sturm! Sturm! Bleiben
Halten Sie dicht an der Felswand! Okay. Okay. Warte mal, was haben wir da? Mal kurz da hingehen. Ah! Ah, okay. Ist nischt. Boah, kennst du das ekelhafte Gefühl, wenn du niesen musst, aber nichts rauskommt? Ja. Wenn die ganze Zeit so total bekifft da sitzt. Oh, ja, Mann. Da ist auch nischt. Was ist das für eine Musik hier? Husch! Weg! Ich brauche wieder meine andere Knarre, die wohl ein bisschen mehr Wumms hat. Okay. Warte kurz. Aha! Achso, der lag da. Dreckiger. Yeah! Wie die immer so unschuldig da auf dem Boden rumliegen erst, ne? Sie versuchen es zumindest, ja. Ja, oder sie versuchen es zumindest. Ein paar Kisten sind hier. Ein paar? Du hast hinten auch Spaß, ne? Ja. Sehr viel. Ich höre dich da heiß so rumschreien. Alter, was wir hier mit Medipacks zugeballert werden. Leute, guckt euch mal an, wie viel Medipacks ich habe. Ich brauche keine mehr. Ich könnte mal eher eine Bank gebrauchen, wo ich das zerlegen kann. Ja, ich auch. Zerlegen! Ach, da ist eine Leiter. Ja. Die Leiter. Die Leiter. Oh, wei. Die Leidenschaft. Das fällt runter, das Ding. Wette ich mit dir. Was für ein Ding? Du musst reingehen, sag ich doch. Sag ich ja. Nein, ich will raus. Gut, nicht ganz runtergefallen, aber es hat sich bewegt. Okay, wir müssen hier runter. Okay. Ach, jetzt fällt's runter. Halt dich fest. Hallo. Och, halt oder fest, Mensch, Isaac. Manometer. Geht doch beide. Achso, ich muss rücken. Entschuldigung. Ich drücke. Ach, guten Tag. Ach, bist du an der anderen Seite von dem Auto hoch, bestimmt, ja? Ja, ich hab dir... Verdammtes Schrott! Ich hab dir geholfen, die Tür oben aufzudrücken. Ah, okay. Das ist aber auch geil dann. Da gibt's noch jetzt im Korb, da scheint ein paar. Da unten ist Zelle, leuchtet wie an Weihnachten. Jemand scheint den Saft angedreht zu haben. Oh, ich sehe Kisten da unten liegen. Sie schafft's. Kommen Sie! Weil ich gerade sagen wollte, dann gibt's im Korb generell nicht nur verschiedene Wege, sondern auch halt eben, die jeweiligen Spieler haben auch teilweise jeweils einen anderen kleinen Weg. Ja, so wie in der letzten Aufnahme. So wie in der letzten Aufnahme halt mit dem Fliegen, ne? Du fliegen, ich schießen. Ja. Oh, wei. Eieiei. Plopp. Nils. Da kommt er doch mal aus der Ecke gesprungen, während ich nachlade. Kenn ich irgendwo, ja. Schäm dir, Junge. Oh, ich müsste auch mal die Brandbomben und sowas benutzen, ne? Mal testen. Ja, wäre eine Option, aber... Nutzt die nicht, so weit an uns dran. Das klappt schon. Das ist groß, das gefällt mir nicht. Klappert schon. Da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich das sehe. Guck, oh, wie groß das ist. Auf dieser Seite der Wand sitzen wir quasi auf dem Präsentierteller. Mhm. Sie ist da drin. Aber wir werden sicher nicht durch die Vordertür reingehen. Nein. Mhm. Da ist eine Leiter da oben, wenn du anscheinend. Geronimo! Ach so, ich dachte schon, da ist doch irgendwas. Ja, ich habe damit sehr stark gerechnet eigentlich. Aber das ist erstmal. Ah, hier kann man rein. Ja, hier.
Da ist ein Generator. Damit eins klar ist, Clark. Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus, um die Marker zu stoppen. Und nichts. Weder Sie noch Ihre Besessenheit von Ellie kommen mir in die Quere, kapiert? Ich weiß, wofür ich das tue. Sie auch? Ich bin ja sehr freundlich. Bringen wir den Aufzug wieder zum Laufen. Mit etwas Glück warten die anderen hinter den Toren auf uns. Ja. Vielleicht. Oh, guck mal, hier ist eine Bank. Oh, jo, und eine Anzugstation. Ah, endlich ein bisschen Stuff loswerden hier. Standardrahmen, 2 Schaden, Clip und 2 Sucherboards. Yeah. Schön viel Gezubbel. Was haben wir denn hier? Strangkanone, Energie. Was hatten wir da gefunden? Ausweiter, Locker, Verzweiflung. Schocker, Code Cow. Bolas. Ah, da, hier. Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Eine kompakte Nietpistole plus Hydraulikmesser zum schnellen und präzisen Aussondern. Modifiziert mit 2 Koop-Hilfserweiterungen. Also praktisch irgendwie so ein Skalpell. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. So. Was haben wir denn hier? Feuerrate. Nachladen und Schaden. Plus Clip. Schaden. 2 Schaden, 8 Laden. 2 Schaden, Clip. So, Feuerrate. Was haben wir denn sonst noch? Nachladen und Schaden. Was war das? Achso, das war die Feuerrate. Ja, die möchte ich ungerne. Feuerrate ist wichtig. Mhm. So, mal gucken bei Disch. Was haben wir denn hier? Da haben wir Schaden. Clip. Nachladen und Schaden. Nehmen wir das noch. Feuerrate und Nachladen. Oh, plus 1 Schaden. Clip, 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 clip. Feuerrate, Schaden. So, ich habe mal Schaden und Schaden und Reichweite von Chinesen ein bisschen aufgewertet. Mhm. Bei meiner Rick. Mhm. Mhm. Mit dem Rest bin ich eigentlich durch. Jo, ich glaube, ich auch. Ich musste mal gucken, ob ich im Anzug noch was machen kann. Aber ich glaube... Ach, warte, ich muss ja auch noch mein Zeug verwerten. Hätte ich jetzt gleich glatt schon wieder vergessen. Übrigens, du könntest mir einfach mal so ein bisschen Wolfram geben, oder? Du könntest mir aber welches geben. Ich habe nur rein Wolfram, das bringt dir nichts. Oh, endlich wieder ein bisschen mehr Platz. Endlich. Und jetzt nochmal zurücklaufen und das ganze Zeug einsammeln. Mhm. So, gucken wir mal. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Panzerung. Ah, da fehlen 100 Wolfram. Okay, schade. Boah, da brauche ich 750 Halbleiter. Au. Für Lepanzerung. Damit wird deine Aufladung um 10 Sekunden verlängert. Was zum Teufel heißt das? Energie. Da brauche ich auch wieder Wolfram. Nee, da mache ich mal das Nachladen. Ich vermute mal, dass das 10 Sekunden dann schneller sich auflädt. Vermute ich einfach mal. Denke ich auch mal. So. Wäre nicht das erste Mal, dass die Übersetzung ein bisschen gehackelt hat, von daher. Mhm. So, wir machen aber erstmal Schluss. Wir haben schon wieder 30 Minuten, ne? Mhm. So, dann also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.